Hallo Gartenfreunde, es ist Sommer und viele von euch fragen sich sicher, was kann ich jetzt auf dem Balkon pflanzen bzw. in meinem Garten? Ich möchte euch heute vier verschiedene Balkon- bzw. Gartenpflanzen vorstellen, die man in die Sonne setzen kann. Diese Pflanze heißt Bidelferulifolia oder Zweizahn. Von den Geranien gibt es zwei verschiedene Arten, die wir in unsere Beete oder Balkonkästen pflanzen. Einmal die stehenden Geranien, Pelargonium clonale, und einmal die hängenden Geranien, Pelargonium peltatum. Diese Pflanzen nennt man Gottesaugen, Begonia sempervirens hybriden. Sie sind nach wie vor eine der beliebtesten Friedhofspflanzen. Die nächste Pflanze ist eine Knollenbegonie, Begonia tuber hybrida. Eigentlich gehört diese Pflanze nicht in diese Kategorie, denn sie wächst in der Theorie besser im Schatten bzw. Halbschatten. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sie sich in der Sonne auch sehr wohl fühlt,